Hier ist Ludo Experience und willkommen zu Let's Play Together Golden Sun. Ich habe die angenehme und unangenehme Aufgabe, zugleich den ersten Part zu gestalten. Angenehm deshalb, weil ich Namen vergeben darf. Yay! Unangenehm deshalb, weil die Namen schon festgelegt sind, die ich vergeben soll. Ja. Zu den Namen. Master R und ich hatten ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten, was die Namenauswahl betrifft. Das lag daran, dass so viele Vorschläge mit vielen tollen Namen eingesendet wurde und wir uns nicht wirklich entscheiden konnten, welchen Namen wir jetzt welchem Charakter zuordnen. Letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, die Namen einfach so zu lassen, wie sie sind. Ich möchte aber dennoch allen danken, die mitgemacht haben. Da waren echt einige tolle Namen dabei. Und ja, dafür vielen Dank. Nichtsdestotrotz möchte ich zeigen, dass es möglich ist, die ganzen Namen umzubenennen. Als allererstes haben wir die Möglichkeit, Garrett, Ivan und mir umzubenennen, indem wir dreimal Select drücken. 1, 2, 3. Dann ertönt nämlich so ein Ton. Und das heißt, wir können dann im Folgenden die umbenennen. Damit wir die anderen Charaktere umbenennen können, müssen wir einen etwas längeren Cheat, eine etwas längere Tastenkombination eingeben. Nämlich oben, unten, links, rechts, oben, rechts, unten, links, oben, Select. Dann gibt es wieder so einen Ton. Und ja, das wollen wir doch gleich machen. Hier werde ich nichts ändern. Da haben wir Garrett, Ivan, Mia, Felix. Aber vorher, ich habe gesagt, dass es so kommen wird. P-A-U-L. Ende. Felix, Jenna, Cosma. Na, okay, nein, das lassen wir. Wir werden natürlich nicht das Ganze in Paul umbenennen. So. Oh. Das heißt, ich muss von Hand tatsächlich wieder Mia eingeben. Nicht so schön, aber geht ja schnell. Mia, Felix, Jenna, Cosma. Aaron können wir in diesem Spiel leider nicht umbenennen. Das liegt daran, dass er in Golden Sun 1, also im 2er, kommt er dann vor. Im 1er kommt er nicht vor. So. Das liegt daran, dass er in Golden Sun nicht vorkommt. Sondern erst im Golden Sun 2er. Puh, Ende. Isaac, wach auf! Bitte, mein Schatz, wach auf! Der Felsen vom Alephberg fällt ins Tal. Komm schon, Isaac, wir müssen los, sofort! Bitte noch 5 Minuten, Mami. Isaac, du hast etwas vergessen. Draußen schüttet es. Du solltest nicht ohne deinen Mantel gehen. Dieser kleine Mantel wird uns jetzt vor dem Regen schützen. Hast du alles, was du brauchst? Naja, wie wär's denn noch mit einer Mütze oder so? Nein. Es tut mir leid, aber wir haben keine Zeit. Du wirst leider darauf verzichten müssen. Aber ich will meine Mütze. Isaac, Dora, schnell. Der Felsen kann jeden Moment herabstürzen. Magie, die Kerze ist aus. Kyle, glaubst du, dass sie den Felsen aufhalten können? Ich glaube nicht, zumindest nicht für lange Zeit. Ihr zwei geht voraus und sucht Zuflucht am Dorfplatz. Kommst du denn nicht mit? Ich muss dabei helfen, die anderen Dorfbewohner zu evakuieren. Lass mich dir helfen, Kyle. Das ist zu gefährlich, Dom. Bitte geh und kümmere dich um Isaac. Jetzt sage ich Isaac, ich wollte Isaac sagen. Entschuldigung, es kommt wegen dem dauernden englischen Videos von Golden Sun.
Also ab jetzt sage ich Isaac, nur Jenna, weil Jenna ist eindeutig Englisch, während Isaac, ja, kann man Deutsch und Englisch aussprechen. Isaac ist alt genug, um alleine bis zum Dorfplatz zu gehen. Du kommst doch alleine zurecht, oder, Isaac? Nein. Du bist doch schon ein großer Junge, Isaac. Warum gehst du nicht alleine? Nein. Du bist doch schon ein großer Junge, Isaac. Warum gehst du nicht allein? Nein. Du bist doch schon ein großer... Naja, okay. Das können wir jetzt ewig so weitermachen. Okay. Du kennst den Weg. Geh einfach in Richtung Süden, um den Dorfplatz zu erreichen. Aber sei vorsichtig. Ja, dann gehen wir doch gleich mal. So, das war schon das erste Hindernis. Ein Felsen, der einfach mal so vom Himmel runterfällt. Oder einfach mal so von rechts spawnt. Auch hier können wir nicht lang. Und im Übrigen, wir können jetzt doch wieder rein. Ach, mir fällt gerade auf, wir können ja auch rennen. Man muss nur den B-Knopf drücken. Hier können wir uns lange umschauen, hier wird keine Mütze sein. Außerdem ist eine Mütze ziemlich egal bei dem Regen, weil wir sowieso nicht nass werden. Was soll's, einfach mal weiter. Hier ins Haus können wir reinschauen, es bringt aber überhaupt nichts im Moment. Hier ist noch ein Felsen, damit man auch ja links ums Haus rumläuft. Isaac, was willst du? Ich versuche meine Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Ja, eine große Kiste. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir können vorbeirennen oder wir können ihn ansprechen. In beiden Fällen wird das gleiche ungefähr passieren. Wie? Du willst, dass ich mein ganzes Zeug einfach im Stich lassen soll? Ja. Du meinst, dass ich einfach alles im Stich lassen soll, um mein Leben zu retten? Du hast recht. Okay, lass uns von hier verschwinden. Garrett gehört nun zum Team. Ja, den spreche ich auch Englisch aus. Ups, ja. Den spreche ich auch Englisch aus, weil es meiner Meinung nach wirklich Englisch deutlich besser klingt als Garrett. Unser Menü kann ich ja mal schnell zeigen. Synergie, sowas wie Magie. Bloß können wir im Moment nichts einsetzen. Dann haben wir Items. Hier ein paar Waffen und ein Heilkraut. Garrett hat auch Heilkraut. Das werde ich mal gleich... Nein, nein. Ja, doch. Geben. Werde ich mal gleich auf einen Spieler verteilen. Weil jeder hat nur eine begrenzte Anzahl an Slots im Inventar frei. Ausrüstung prüfen. Ach ja, Moment. Nee. Drücke ich... Ah, ich drücke auf die falsche Taste. Hier kann man dann noch sehen, wie die ausgerüstet sind. Im Moment haben wir eine tolle Machete. Nein. Ja, und hier sind dann noch unser Status. Egal. Wir sollten nicht nach Norden gehen. So gelangen wir genau zum Alefberg. Zum Dorfplatz geht es da entlang. Wir müssen nach Süden. Nein, 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 ich will. Wir sollten nicht nach bla 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 bla. Ja, danke, Garrett, das hast du schon mal erzählt. Oh nein, was ist hier nur los? Ah, der Felsen, er fällt. Es ist schwer. Wir können ihn nicht länger aufhalten. Wale wird zerstört, wenn... Wale wird zerstört, wenn unsere Synergie verbraucht ist. Wale ist im Übrigen das Dorf. Falls es noch nicht klar geworden ist. Wir müssen durchhalten, bis alle Dorfbewohner in Sicherheit sind. Und auf einmal kann sich einer einfach so lösen. Schnell, Jungs, lauft! Nur noch ein kleines Stück. Komm schon, Isaac, lauf, der Felsen kommt. Okay. Ja, der Felsen kommt und rollt. An diesem Felsen kommen wir nicht vorbei. Wir müssen einen anderen Weg finden. Entschuldigung, dass ich noch die Stimmen ein bisschen ändere. Es ist nur so, ich bin recht ungeübt in Stimmen-Dings. Verstehen? Steinschlag. Der Zaun. Überall Monster.
Ich bin schwer verletzt. Glaubst du, dass ich sterben werde? Ach Quatsch, so schnell stirbt man nicht. Das ist schrecklich. Ich muss zurückbleiben und die Monster werden. Wartet, das ist ja komisch. Ich bin ja gar nicht verletzt. So ein Simulant, meine Güte. Aber die Sache mit den Monstern ist nicht gelogen. Das heißt, dass davor war gelogen? Okay, seid vorsichtig auf eurem Weg zum Dorfplatz. Punkt, Punkt, Punkt. Und weiter geht's. Hier treffen wir auf die ersten Gegner. Und zwar die Beißmaus. Was ich machen werde, ich werde das, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, einblenden, was das für ein Gegner ist, wenn es ein neuer Gegnertyp ist. Dazu ein paar Statusdinger. Und ja. Ja, ich gebe zu, die Idee habe ich von DK, aber ich finde die Idee einfach klasse und deswegen musste ich sie übernehmen. So, in den nachfolgenden Videos werde ich auch die ganzen Zufallskämpfe rausschneiden, solange nicht ein neuer Gegnertyp erscheint. Ansonsten werde ich den wie gewohnt vorstellen. Bosskämpfe natürlich nicht rausgeschnitten, weil ja auch neue Gegnertypen dabei sind. Team von Isaac. Jetzt sagt er schon wieder Isaac. Isaac greift zuerst an. Unsere Aktionen sind sehr eingeschränkt. Rückzug wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wir greifen an. Wir haben keine Synergie. Wir haben nicht wirklich Items. Verteidigen sagt, dass wir einfach nur die Hälfte des Schadens bekommen, wenn uns der Gegner angreift. Da wir Erstschlag haben, wird das sowieso nicht geschehen. Deswegen greifen wir einfach mal an. Garrett greift an. Nimmt 10 Schaden. Beißmaus wurde besiegt. 2 Punkte und 2 Münzen. Ich glaube, ich bin reich. Und hier ist gleich auch schon unser nächster Typ. Gegnertyp. Eine Fledermaus. Oh. Das war ein kritischer Schlag. Und Fledermaus wurde gleich besiegt. So, da hoch kann ich nicht. Das ist zu. Da haben wir auch schon den nächsten Gegnertyp. Und wir haben sogar Erstschlag. Meine Güte. Ein Pestpilz. Die sind auch nicht stark. Ich glaube aber, die sind relativ schnell. Genau. Ihr könnt mich einfach mal so angreifen. 2 Erfahrungspunkte und 2 Münzen. Das heißt, jeder gab einen Erfahrungspunkt. Jeder Pestpilz. Schon wieder. Mann. Das Heilkraut, kann ich gleich mal nachschauen. Ich glaube, das heilt 50 HP. Ich hatte jetzt 20 getippt, aber stimmt, das war ein bisschen wenig. So, wir können ein paar Stufen runterspringen, das finde ich... Oh nein, mein Bruder! Ich höre mich bestimmt sauscheiße im Moment an, okay. Halte durch, Felix. Felix wird es schon schaffen. Wir werden einen Weg finden, ihn zu retten. Nein, Felix! Blub, und schon ist er wieder an der Oberfläche. Moment, das ist ja mein Vater, das heißt, das muss die Stimme von vorhin sein. Das Seil reicht nicht, wir sollten Synergie einsetzen. Könnt ihr euch noch konzentrieren? Ich habe all meine Kräfte ver... Wieso hat er eigentlich keinen... so einen Avatar? Naja, egal. Ich habe all meine Kräfte verbraucht. Wie steht's mit dir, Kyle? Ich bin völlig ausgezehrt, weil ich den anderen Dorfbewohnern geholfen habe. Ja, wie wär's dann, wenn wir einfach mal so auf die andere Seite des Flusses gehen und ihm die Hand reichen? Ich meine, da ist ja ein kurzer Weg. Wir müssen Hilfe holen. Das ist eine super Idee, Dora. Ob Felix noch durchhält, bis wir jemanden gefunden haben, der uns hilft? Es gibt nichts, was wir hier für ihn tun können, oder? Doch, wir stehen jetzt einfach hier blöd rum und jammern über dieses Schicksal, anstatt Hilfe zu holen. Dann geh los und holt Hilfe, aber so schnell wie möglich. Jenna, kannst du auch mitgehen? Du wirst doch Hilfe holen, oder?
Dein Bruder zählt auf dich, Jenna. Also gut, lass uns gehen. Mensch, so viele Stimmen, die ich synchronisieren muss. Schlimm, schlimm. Ich gehe nach Norden, wo garantiert keiner ist, und du gehst in Richtung des Dorfplatzes, ja? Sofort! Ich suche nach jedem, der noch Synergie in sich hat, ja? Isaac! Hast du gesehen, was gerade geschehen ist? Ja, war ja ein bisschen schwer zu übersehen, wenn die Kamera dahin schwenkt. Ich muss Hilfe holen, im Norden, wo keiner ist, bevor Felix ertrinkt. Würdet ihr beide mir wohl helfen? Natürlich, wir gehen wieder nach Norden. Jenna ist zum Dorfplatz gelaufen, um Hilfe zu holen. Ihr solltet ihr folgen. Wenn sie aber schon Hilfe holt, wieso müssen wir dann folgen? Das macht wenig Sinn. Egal. Gehen einmal hier durch. Oh, Isaac. Ihr beide habt nicht genug Synergie, um Felix zu helfen. Geht und sucht Hilfe. Doch, wir haben immerhin 13 und 12 Synergiepunkte. Und raus. Dann geht's hier hoch. Und hier rüber. Und jeder fragt sich, wie Jenna an den Gegnern vorbeigekommen ist. An einer bösen, bösen Beißmaus. Wie mache ich das am geschicktesten? Also, ich greife so an und so. Dann habe ich, wenn ich Glück habe, okay, die Fledermaus ist nicht gestorben. Aber die sind gestorben. So. 3 Punkte und 3 Münzen. Willkommen in Vale, der Stadt. Wir werden jetzt einfach mal hier durchlaufen, ohne uns um irgendwelche Krüge zu scheren. Dann kann die nämlich auch noch untersuchen. So nicht, aber so. So. Du kannst bestimmt uns helfen, oder? Kleiner Mann. Ich fühle noch etwas. Moment. Ich fühle noch etwas Synergie in mir. Ist ja eine kleine Kinderstimme. Siehst du? Ist das nicht beeindruckend? Ja, du kannst. Tausendmal mehr als wir. Wir können diesen Stein nicht hochheben. Geht und helft den Ältesten. Ich bin zwar ein Ältester, aber... Ach so, nein. Der Felsen ist zu schwer, als dass sie ihn noch länger halten können. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Felsen unser Dorf zerstört, obwohl wir zwei random Personen sind, die nie wieder in diesem Spiel auftauchen werden. Lasst uns den Ältesten helfen. Wir haben sogar die gleichen Stimmen. Wir zählen auf euch. Großvater, Jenna! Garrett, Isaac, seid ihr hier, um mir zu helfen? Jenna hat mir von Felix berichtet. Seid ihr deswegen hier? Nee, wir sind hier, um... keine Ahnung... zu McDonald's zu gehen? Natürlich. Brave Jungs, Jenna kann jede Hilfe gebrauchen, obwohl sie eigentlich schon jemanden gefunden hat. Großartig, ich bin wieder voll aufgeladen und ich habe auch die gleiche Stimme wie die Typen da vorne, weil ich total random bin. Wie steht's bei dir? Hast du deine Synergie wieder aufgeladen? Hab ich doch gerade gesagt. Genug, um Felix zu retten, dem Synergiestein sei Dank. Okay, Jenna, du hast ihn gehört. Jetzt schnell zurück. Der Weg ist vielleicht von Felsbrocken versperrt. Ihr zwei könnt ihnen den Weg zeigen. Woher weiß er das nur? Danke, Isaac. Jenna weiß doch den Weg auch. Egal. Was macht der? Der lädt einfach unsere Synergiepunkte auf, die uns sowieso im Moment nichts bringen. Und wir haben auch kein neues Partymitglied. Ja, wie dem auch sei. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Mal sehen, was für tolle Waffen wir uns kaufen können. Gar keine, weil nämlich gar keiner im Shop ist. So, dann geht's hier hoch. Dann gehen wir mal wieder zurück und helfen Felix. So. Mama, Papa, wir sind wieder da. Bist du das, Jenna?
Ich konnte niemanden finden, der uns helfen würde. Ich war ja im Norden, da ist ja niemand. Wie ist es euch ergangen? Du, random Typ, kommst gerade rechtzeitig. Und wir lassen uns jetzt noch ein bisschen Zeit und reden miteinander, anstatt Felix zu helfen. Er hat ja noch so viel Kraft, der gute Junge. Mann, ist mein Bruder noch immer? Ja, habe ich doch gerade gesagt, er hat noch so viel Kraft. Felix, geht es gut, er hält tapfer durch. Komm hierher, damit wir Felix retten können. Okidoki. Ha, was war das? Los, alle mal irgendwo hinschauen. Oh, wo kommt das her? Irgendwohin. Oh nein, der Felsen, er fällt. Was ist nur passiert? Der Weg nach Norden ist versperrt. Nein, das kann nicht sein. Kyle, das muss ein Albtraum sein. Mama, Papa, Felix, bitte verlasst mich nicht. Isaac, der Felsen, wir müssen Hilfe holen, sonst werden alle ertrinken. Ja, weil wir auch so gut nach Süden können. Oh, ich werde gehen. Es hat keinen Sinn. Ich kann mich nicht bewegen. Isaac, bitte hol Hilfe. Lass mich zum Sterben. Ich gehe zurück. Isaac. Ich kann ihn nicht alleine gehen lassen. In Zeiten wie diesen müssen wir Männer zusammenhalten. Nur wir beide haben überlebt. Wie hätten wir auch ahnen können, dass das Heiligtum von Sol solche Kräfte entfesseln würde? Es ist ein Wunder, dass wenigstens wir zwei verschont wurden. Dieser Schalter, das muss eine Falle gewesen sein. Das weiß ich, einfach so. Aber wer hätte gedacht, dass dadurch ein so heftiger Sturm entfesselt würde, werden würde. Ach, egal. Ein weiterer Beweis für die unfassbaren Kräfte, Mächte der Alchemie. Wird das echt zusammengeschrieben? Nichtsdestotrotz dürfen wir beim nächsten Versuch nicht versagen. Nächstes Mal werden wir sicherlich... Isaac, warte! Das habe ich gerade ziemlich doof ausgesprochen. Du hast uns doch gerade eben belauscht, oder? Nein. Isaac. Isaac, die sind unheimlich. Bist du sicher, dass du mit denen reden willst? Du musst alles vergessen, was du eben gehört hast. Keine Sorge. Wir werden dir helfen zu vergessen. Mystische Frau erscheint. Mystischer Mann erscheint. Wir können diesen Kampf gar nicht verlieren, Isaac. Wir sind die Protagonisten, ja? Und das... Das sind doch einfach nur Feinde mit einem großen Schwert und einer Sense. Und wir haben Macheten. Ey, die sind viel stärker. Los, Attacke! Bam. Au. Das kann nicht sein. Wir haben verloren. Team von Isaac wurde besiegt. Tja, Leute, Game Over. Das LP ist damit vorbei. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Master R muss jetzt keine Folge mehr machen. Das war Golden Sun.
Dann bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. 3 Jahre später. Wow, wir waren 3 Jahre ohnmächtig. Isaac, bist du mit den Reparaturen am Dach noch immer nicht fertig? Nee, Mom, ich habe jetzt 3 Jahre hier gearbeitet und bin immer noch nicht fertig. Du hast es bald? Gut, mach nur weiter. Ja. Ich sollte ihn weniger männlich sprechen, weil da macht meine Stimme nicht mit auf Dauer. Hehe, trainierst du immer noch, Garrett? Ja. Du bist wirklich mit Herz und Seele dabei, Garrett. Oh, ich bin gleich fertig. Das ist gut. Es ist an der Zeit zu gehen und ich wollte dich gerade zurücklassen. Sag, was genau ist mit euch beiden geschehen? Ich komme einfach mal so nach 3 Jahren und frage genau dann, nach genau 3 Jahren, was geschehen ist. Der Vorfall vor 3 Jahren, ist das der Grund, warum du dich so intensiv mit dem Studium der Psynergie widmest? Ich weiß dein Mitgefühl zu schätzen, aber meine Familie kommt nie wieder zurück. Das Geld... Dasselbe gilt auch für Isaacs Vater. Ich will diesen Tag einfach nur vergessen. Ich wünschte, jeder würde das tun. Nein. Jenna sagt, nun, dann lass uns Isaac holen und zu Graden gehen. Garrett sagt, dieser schreckliche Tag. Wir sind losgegangen, um Hilfe zu holen, aber später hat man uns bewusstlos gefunden. Wie bitte, Garrett? Was? Du wolltest doch gerade was sagen, oder? Spreche ich jetzt mit Isaacs Mutter? Bin mir nicht sicher. Sei nicht so komisch, Garrett. Wie auch immer. Jenna, bist du mir jetzt böse? Ja, nur deswegen bin ich dir einfach so böse, weil ich schon seit 3 Jahren diese Frage auf dem Herzen habe. Heute frage ich und dann kommst du mir so. Ja, ich bin dir böse. Ich will nicht darüber sprechen. Komm schon. Wie? Ja, wie wohl? Auf deinen Füßen. Auf deinen Füßen natürlich. Isaac wartet auf uns. Ich dachte, er repariert das Dach. Aber Jenna. Ich werde nicht auf dich warten, wenn du zu langsam bist. Jenna. Nummer 1. Hätte ich das in dem Tempo gemacht, dann hätte ich nicht 3 Jahre gebraucht. Puh. Warum muss ich das immer auch so langsam machen und alles auf den letzten Drücker verschieben? Gute Arbeit, Isaac. Du hast die Löcher wieder ordentlich geflickt. Gut, dann bist du jetzt fertig. Du bist sehr zuverlässig, Isaac. Genauso wie es dein Vater war.
Was ist los, Isaac? Denkst du noch immer an diesen Vorfall? Naja, er ist vor 5 Minuten passiert, aber... Ich meine 3 Jahre, aber nein, ja, nein, ja. Das dachte ich mir, Isaac. Sagte ich mir, Isaac. Du und Garrett habt hart daran gearbeitet, eure Kenntnisse der Psynergie zu vertiefen. Glaubst du, die Dinge wären anders gekommen, wenn eure Fähigkeiten damals schon stärker gewesen wären? Naja, da hätten wir Felix gleich retten können. Also, ja, nein, ja, 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 ja. Ja. Das dachte ich mir. Mensch, die Frau kann hell sehen. Als Kyle von mir ging, war ich völlig am Boden. Ich fühlte mich so einsam. Es hat zwar einige Zeit gedauert, aber jetzt geht es mir besser. Ich habe immer noch dich, Isaac. Du bist nun bald 17. Du bist Kyle so ähnlich, als er jung war. Ich freue mich darauf zu sehen, wohin dich das Leben führen wird. Das ist unser Stichwort. Hallo! Hallo, Jenna. Guten Morgen. Dir auch einen guten Morgen. Wenn das nicht unser Garrett ist. Was habt ihr denn heute vor? Wir gehen mit Graden zum Alephberg. Eine Kletterpartie mit Graden also? Kinder und ihre Spiele. Nein, das ist ein Teil unserer Studien. Ach ja, die Alchemie. Nein, Moment. Ach ja, Alchemie. Alchemie ist die Grundlage aller Psynergie. Und ihr alle wisst, dass der Alephberg die größte Quelle der Alchemie ist. Mom, wir leben hier seit 17 Jahren. Meinst du, dass wir das nicht mitbekommen haben? Man sagt, dass Graden der beste Lehrer in der Gegend sei. Warum erzählst du uns das, Mom? Wir lernen doch bestimmt seit 10 Jahren bei ihm oder so. Alchemie, ich frage mich, wozu sie wohl dienen mag. Deine Mutter würde es vorziehen, dass du dich zu einem glücklichen, einfachen Mann entwickelst. Aber ich nehme an, dass du trotzdem gehen willst. Ja. Tja, wenn dich das nicht überzeugt, dann kann dich nichts überzeugen. Du bist genauso stur wie dein Vater. Wah! Vorsicht! Nein! Nein, Garrett, nicht! Oh, das war knapp. Es tut mir leid, ich wollte niemanden erschrecken. Tja. Es tut mir wirklich leid. Ich werde nicht mehr im Weg stehen. Warte! Warte! Nicht da! Wie? Was soll denn... Ach, macht nichts. Aber ihr solltet nun besser los. Wenn ihr noch länger bleibt, stürzt noch das ganze Haus ein. Ich kümmere mich schon darum, ihr müsst nicht länger warten. Vielen Dank, Frau. Nun, Jenna, du kennst mich jetzt schon seit gut 17 Jahren und nennst mich immer noch Frau.
mal abgesehen davon, dass wir in einem Dorf leben und dementsprechend eigentlich fast keine Nachnamen haben. Ja, bitte nenn mich doch Dora. Wir gehen dann mal. Warte, Garrett, sei vorsichtig, wohin du trittst. Garrett und Jenna gehören nun zum Team. Und meine Mutter steht mir gerade auf dem Kopf. Ich finde, das ist ein super Zeitpunkt, das Spiel. Oh. Ich hätte die Textgeschwindigkeit hochstellen können. Egal. Aus. So. Nein, das ist der ideale Zeitpunkt, um zu speichern. Das Spiel wurde gespeichert. Damit haben wir offiziell das Intro. Naja, abgeschlossen, ja, wie man es sieht. Wo das Kampfsystem erklärt wurde und so weiter. Oder intuitives Kampfsystem einfach. Bla 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 bla, Master R, nächste Folge, bla bla bla. Ja. Wie gesagt, Master R wird jetzt die nächste Folge übernehmen. Und wird genau hier weitermachen, wo ich gespeichert habe. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich noch auf ein schönes Let's Play Together. Bin mal gespannt, ob wir das Spiel beenden oder ob es auf halber Wegstrecke liegen bleibt. Und ich laber mal wieder ein bisschen viel. Deswegen sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.